Er ist nicht Trainer, er ist nicht Spieler, er ist nicht Manager, er ist nicht Präsident, aber er hat im Eishockey mehr Einfluss als die alle zusammen. Grüße, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum heutigen Gast, zum Gerald Metro. Ein Spieleragent, der mit seinen Kollegen über 400 Spieler weltweit betreut. Gerald Metro, wir sprechen Hochdeutsch, ist besser unter uns. Ich habe gesagt, Sie sind wahrscheinlich mächtiger als alle Trainer und Manager zusammen. Sie vertreten 400 Spieler. Würden Sie diese Einschätzung teilen? Boah, es ist schwierig zu sagen, was heißt mächtig, aber ich denke schon, dass ich in meinem Beruf ein bisschen Einfluss auf das Eishockey hier in der Schweiz oder in Europa habe. Jetzt was für einen Einfluss? Wir haben nur den Einfluss, dass die Leute uns erlauben, diesen Einfluss zu haben. Ich glaube, unser Beruf ist möglich, weil die Clubs und die Spieler haben diese Situation kreiert, dass die Spieler brauchen jemanden, um ihre Interessen zu vertreten, weil jetzt der Profisport ist ein bisschen viel komplizierter geworden. Profisport ist ein Geschäft. Es ist etwas, der ist weit außer dem Sportbetrieb ist. Es hat viele andere kommerziellen Aspekte. Ach so, ich glaube, die Clubs haben auch lange ein bisschen über die Naivität von den Spielern ein bisschen profitiert. Aber jetzt, die Spieler haben auch diesen Eindruck gehabt, dass sie brauchten ein bisschen Hilfe, ein bisschen Unterstützung. Also, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Sie vertreten bei Bern Dubé, Bortolo, Steinecker, Ziegler, Jobin. Letztes Jahr haben Sie Dubé von Lugano nach Bern transferiert. Kam da mal ein Anruf von Marc Lütti von Bern, der sagte: Gerald, ich brauche Dubé, und du hast dann Angebot ausgearbeitet? Ja, einfach gesagt, das ist ein bisschen so. Ich meine, es ist sicher, dass ein Spieler wie Dubé, weil wir über Dubé jetzt sprechen, hat viele Angebote aus der Schweiz bekommen. Sicher ist, dass die guten Spieler wollen in die besten Mannschaften spielen. Mindestens diejenigen, die können sich solche Spieler leisten. Das ist sicher, dass es ist ein bisschen so. Es gibt eine Anfrage und ein Spieler wie Dubé ist viel angefragt. Und dann die Mannschaften bewerben sich, um diesen Spieler zu haben, machen Angebote. Es gibt eine finanzielle Aspekte, es gibt auch die Lust von den Spielern, was sie machen wollen. Und am Ende entscheidet der Spieler, ob das Verhältnis Geld, Stadt, Trainer, Mitspieler, Kameraden, die Ziele der Mannschaft, ob alles zusammenpasst. Weshalb, und dann macht es eine Entscheidung. Weshalb hat Dubé sich für Bern entschieden? Ich glaube, in seinem Fall, Christian war 3 Jahre in Lugano, er wollte eine neue Herausforderung haben, wollte ein anderes Luft atmen. Und ich glaube, sein Vater als Trainer wollte immer in Bern, entweder oder als Spieler vorher, hatte immer Lust, in Bern zu spielen. So, ich glaube, er hat den Traum seines Vaters auch ein bisschen erfüllt. Das heißt, dass bei Spielertransfers oft auch der Vater oder die Freundin oder die Frau eine Rolle spielt? Ja, das ganze Umfeld spielt eine Rolle, das ist ganz sicher. Ich glaube, man denkt, die Manager, die Spieleragenten machen die Entscheidung am Ende. Ich glaube, am Ende unterschreibt der Spieler aus einem Vertrag. Sicher sind ein paar Einflüsse von Familie her, Freundin, Frau, Vater, Kinder manchmal, haben auch einen kleinen Einfluss oder einen großen Einfluss auf die letzte Entscheidung. Ist der SC Bern dann in diesem Markt eine erste Adresse für Ihre Topspieler jetzt? Ja, ich glaube schon. Ich meine, in Bern zu spielen, ist es immer ein spezielles Gefühl für einen Spieler. Allem im Stadion und auch die Qualität des Clubs, das Umfeld ist schon eine der besten Umfeld in Europa. Und die Spieler fühlen sich ziemlich wohl hier. Sie sind gut betrachtet, gut behandelt von der Mannschaft. Und ich glaube, es ist immer jemand, der hat in Bern gespielt, es ist immer etwas speziell für die Spieler. Und alle von meinen Spielern, die hier gespielt haben, sind jetzt in andere Clubs, aber immer eine gute Erinnerung von Bern. So, ich würde sagen, es ist eine gute Adresse. Und Bern zahlt die höchsten Löhne in Europa? Es ist schwierig zu sagen. Ich meine, es gibt viele Mannschaften,
sagen wir, in jedem Land gibt es zwei, drei, vier großen Clubs, wie zu sagen, wie zum Beispiel in Finnland TPS Turku oder Malmö in Schweden oder Köln oder Mannheim oder Bern oder Lugano oder CDC oder Zug. Genf oder kommen, jetzt kommen viele. Es gibt ein Lobby von großen Clubs in Europa und im Fußball in der Champions League. Die aber wenn Bern will, dann kann Bern so viel zahlen wie jeder andere Club in Europa. Ja, das müssen Sie vielleicht die Leute von Bern fragen. Ich meine, es ist sicher, dass Bern braucht eine gute Eishockeymannschaft und eine gute Eishockeymannschaft braucht gute Spieler und gute Spieler sind die besten Spieler und sie müssen auch gut bezahlt sein. Das ist, es gibt immer ein Verhältnis und eine große Stadt muss sich gute Spieler leisten können. Darum braucht es schon ein bisschen Geld und die reichsten Clubs, aber die reichsten Clubs sind immer die erfolgreichsten Clubs. So es muss eine gewisse Chemie zwischen Geld, zwischen Umfeld, zwischen Qualität von Organisation. Was machen Sie, wenn ein Spieler zu Ihnen kommt und sagt, ja, ich würde spielen, in Bern beispielsweise, aber nicht, wenn dieser Trainer dort ist. Kommt es dann vor, dass Sie diesen Einfluss geltend machen und plötzlich ist dann ein Trainer weg, weil der Spieleragent gesagt hat? Ja, das ist nicht meine Politik. Ich denke, dass die Clubmanager haben die Verantwortung, den besten Coach für ihre Mannschaft zu wählen. Sicher sind es gibt Spieler, die sagen, okay, für mich Coach ist sehr wichtig. Das heißt, für mich, ich würde nie in einen Club gehen mit diesem Coach, oder ich möchte gern zu diesem Club ziehen, weil ich gern diesen Coach gern habe. Für einige Spieler ist der Coach eine sehr große Kriterium für einen Clubwechsel oder um in einem Club zu bleiben. Für einige Spieler ist das ganz egal. Für andere ist vielleicht die Sprache, für andere ist die Ziele der Mannschaft, haben wir eine Chance, Meister zu werden mit dieser Mannschaft. Sicher, dass wenn du für momentan für Langnau oder für Lausanne spielst, die Ziel, Meister zu werden, kurzfristig ist sehr schwierig. So, vielleicht gibt es Spieler, die wollen einmal in ihrem Leben Meister sein. Hat Bern den bestmöglichen Coach? Das müssen Sie, wir werden am Ende der Saison sehen. Ich meine, ein Coach ist immer eingeschätzt, von seinen Ergebnissen, die Ergebnisse, die er erreicht. Kent Runke war einmal Schweizer Meister, hoffentlich für Bern kann das noch einmal passieren. Und man als Coach, wie ein Spieler, man ist immer eingeschätzt, oder ich sage immer, ein Spieler ist verurteilt, wie er sein letztes Shift oder seine letzte Eiszeit bekommt. Wie gut hat er gespielt? Ein Trainer ist okay, das Message, das er schicken kann, das er den Spieler leiten kann. Aber am Ende hat er einen Gewinnprozentsatz oder einen Verlustprozentsatz. Hat er mehr gewonnen oder mehr verloren in seinem Leben? Und wenn ich Teammanager würde, ich würde immer den Gewinnrekord anschauen und sagen, okay, er ist ein Winning Coach oder ist ein Losing Coach? Wobei in Bern ist es natürlich schwierig für den Coach. Sie haben einen Spieler in der Mannschaft wie Christian Dubé. Ist der teuerste Spieler der Liga. Sie können als Coach mit diesem Spieler nicht machen, was Sie wollen, weil der Club wird sich immer hinter den Spieler stellen, nie hinter den Coach. In der Schweiz, ich glaube, ein Coach hat immer eine solide Position, wenn sein Management ihn unterstützt. Ein Coach ohne Unterstützung von dem Management hat keine Chance. Und es ist sicher, dass hier in der Schweiz mit der jetzigen Situation mit nur drei Ausländern, die Schweizer Spieler haben eine sehr große Macht. Und man sieht jeden Tag, dass es sehr speziell für einen Coach ist, hier in der Schweiz tätig zu sein. Und die Coaches, die zum Beispiel in Deutschland waren und kommen in die Schweiz, wie Hans Zach zum Beispiel, der in Deutschland ist, eine unglaubliche große Figur. Hier hat er sehr viel Mühe mit dieser Macht, dass die Spieler hier, mit dieser Macht, dass die Spieler hier in der Schweiz haben, mit der Situation und es ist sehr schwierig für einen Coach hier. Sie haben ja nicht nur eine besondere Position, Sie haben auch ein besonderes Schicksal. Sie haben mit 2 Jahren durch einen Unfall, Sie sind unter einen Zug geraten, beide Beine verloren. Sie haben
Ihre Erlebnisse mit dieser Behinderung auch in einem Buch aufgearbeitet. Und Sie haben einmal sogar gesagt, Sie würden Ihre Beine nicht mehr zurücknehmen, wenn Sie sie zurückhaben könnten. Wie ist diese besondere Erfahrung? Ist das eine besondere Kraft daraus geworden, dieses Schicksal zu meistern? Über diese Kommen wegen Beine zurückzuhaben oder nicht, okay, theoretisch, das heißt, dass heute meine Beine, ich nütze diese Beine nicht mehr, weil ich habe alles gemacht, was ich wollte, bis jetzt. Okay, ich würde vielleicht nie Hochsprung-Weltmeister, aber Sie auch nicht. Nein. So, wir haben fast die gleichen Grenzen oder die gleichen Limiten. So, ich meine, alles, was ich machen wollte, das heißt, einen guten Beruf zu haben, eine gute Situation zu haben, Liebe zu haben, ein schönes Leben, angenehmes, mit viel Freude und Freunde. Und das habe ich alles erreicht, was ich wollte. Ich wollte Elite-Sport spielen, aber ich in die Olympiade als Rollstuhltennis gespielt, Basketball gespielt, Eishockey gespielt. Ich habe fast alle Träume, die ich gehabt habe, habe ich erfüllt. Und ich habe noch andere, die ich erfüllen möchte, aber es wird keine Differenz machen oder Unterschied machen, ob ich meine Beine habe oder nicht, um diese Träume zu erfüllen. So. Das heißt, theoretisch, sicher vielleicht würde ich auf den Bergen gehen oder etwas, wenn ich meine Beine hätte. Aber ich meine, für die Qualität meines Lebens brauche ich keine Beine mehr. Sie haben dieses Buch überschrieben, ich lasse mich nicht behindern. Gibt es denn Leute, die Sie behindern bei der Entfaltung Ihrer Fähigkeiten? Sie meinen, ob es Leute gibt, die mich versuchen, mich zu behindern? Ja, und vielleicht, weil sie keine Beine haben, sie... Weil ich glaube, man kann behindert sein, solange dass man will, ein bisschen behindert sein. Ich glaube, es gibt viele Leute, die man sieht ihre Behinderung nicht. Also für mich ist es sehr leicht, weil wenn ich in einem Laden gehe oder so, alle sehen, dass ich keine Beine habe. Und ich sage, hey, armer Kerl, du mit deiner Behinderung und so. Aber ich kenne so viele Leute, die sehen ziemlich gut aus, ohne physische Behinderung, aber die sind in ihrem Kopf oder in ihrem Herz behindert. Das heißt, sie sind vielleicht, sie haben ein armes Leben, aber man sieht es nicht, weil sie sind in ihrem Kopf nicht, sie fühlen sich nicht wohl, sie haben andere innere Krankheiten oder Herz. Eine Emotionenkrankheit und man bemerkt das nicht. So, wer ist behindert? Ich sage, ich habe einen Unterschied. Ich habe keine Behinderung, das würde ich so sagen. Eine physische Unterschied. Sie meinen, man kann eine seelisch-psychische Behinderung haben? Aber physisch? Und physisch bin ich aber ganz komplett. Und niemand sieht das. Aber bei mir, alle sehen meine physische Unterschied oder Behinderung. Und sie denken, dass mein Leben ist hart zu leben. Aber mein Leben ist sehr leicht zu leben, weil ich mich alle Mittel gegeben habe, um ein gutes Leben zu haben. Aber es gibt Leute, die sind physisch 100% fit, aber die sind psychologisch oder emotionell behindert. Das ist viel schlimmer. Sie fliegen um die Welt, Sie haben die Rollstuhl-Tennis-Meisterschaften rund um die Welt gespielt. Sie waren der Behinderten-Olympiade in Atlanta. In Atlanta waren Sie. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben noch Träume. Welche Träume haben Sie noch? Mein nächster Traum ist vielleicht ein bisschen mehr innere Friede zu haben. Das heißt, ein bisschen weniger negative Emotionen. Und ich möchte gerne... dass die negativen Emotionen mich weniger rühren. Und das ist eine tägliche Übung, das zu tun. Und ich arbeite darauf. Und ich versuche ein bisschen mehr Abstand von negativen Emotionen, das heißt ein bisschen mehr Verständnis für negative Emotionen haben, um diese negativen Emotionen oder ein bisschen weniger persönlich die Kritiken zu nehmen. Das heißt, ein bisschen mehr Abstand mit,
die mit negativer Realität zu haben und ein bisschen mehr Friede, ja, nur Friede. Sie haben schon gute Fortschritte gemacht, weil, wie ich Sie konkret gefragt habe, zahlt Bern die höchsten Löhne? Kann es sein, dass ein Spieler wie Dübe Einfluss nimmt auf die Trainerfrage? Wenn Sie da klar Ja oder Nein gesagt hätten, würde das wahrscheinlich Ihren Frieden ein wenig stören in den nächsten Tagen. Aber Sie haben wie ein Diplomat geantwortet. Ja, ich würde so sagen, dass eine der größten Probleme in unserer Gesellschaft ist, dass die Leute, wenn sie eine Kritik bekommen, und ich glaube, sie in ihrer Arbeit und ich meine Arbeit, wir müssen manchmal Kritiken geben, das heißt manchmal unsere Wahrheit sagen, jemandem. Und die Leute, sie haben immer, wenn ich sage einem Spieler, okay, heute Abend hast du eine mittelmäßige Leistung gezeigt, dass ein Spieler nimmt das persönlich gegen ihn und er ist böse gegen mich. Entweder sagen, okay, er sagt das, bin ich verantwortlich für diese Kritik. Vielleicht ist es wahr, vielleicht ist es nicht wahr, aber nicht persönlich böse sein. Nur, okay, es ist eine Kritik an meine sportliche Leistung, nicht gegen mich selber als Person. Und das geht in alle Gebiete, ist es so. Dass Leute haben ein großes Problem mit ihrem Ego. Das ist das Problem unserer Gesellschaft. Man sieht bei den Spielern zum Beispiel, bei den Trainern und so. Sie haben so Angst, dass ihren Namen, dass ihren Ego ein bisschen gestört ist. Und ich glaube, wir müssen die Leute, die eine gewisse Bescheidenheit haben, weil wir sind alle in diesem Beruf, man macht alle Fehler und Irrtümer. Man ist Menschen, man ist nicht Superman. Und Leute, Trainer oder Spieler, es ist sehr selten, dass man kann lesen, okay, heute Abend habe ich ganz falsch gecoacht oder sehr schlecht gespielt. Es gibt kaum Leute, die wagen, das zu sagen, weil sie haben Angst, oh, morgen, wenn die Leser das lesen werden, werde ich meinen Beruf verlieren und so. Und man lernt jeden Tag von unseren Fehlern. Wie reagiert Christian Dübe, wenn Sie ihm sagen, er hat jetzt nicht so gut gespielt? Das war ja auch schon der Fall jetzt beim SCB. Ja, ich glaube, dass ein Spieler mehr und mehr, wenn er ein bisschen Erfahrung hat, muss verstehen oder muss einschätzen können, wenn er gut spielt oder wenn er schlecht spielt oder wenn er mittelmäßig spielt. Die Selbsteinschätzung ist sehr wichtig. Das ist, um Fortschritte zu machen. Man kann beurteilen können, okay, heute Abend habe ich in diesem Gebiet, mein Torschießen war katastrophal, ich habe schlechte defensiv gespielt und so. Und wenn man das bemerkt, man kann nächstes Spiel ein bisschen die Leistung. Aber trotzdem, wie reagiert Christian Dübe auf Kritik? Es interessiert mich, weil man sagt, er hat ein großes Ego. Ja, großes Ego, was heißt großes Ego? Ich würde so sagen, dass Christian ist ein Spieler, er ist noch sehr jung, das heißt, er ist erst 24 und die Leute denken, dass wenn er so gut ist, dass er viel älter ist und er ist noch jung. So, das heißt, ich glaube, es ist in seinem Lernenprozess für ihn, sich so einzuschätzen und sie auch die Kritiken nicht so persönlich zu nehmen und die Kritiken auszunutzen, um besser zu werden. Ich glaube, jeder Athlet hat Passagen in seiner Karriere, wo manchmal 2-3 Monate geht es sehr gut, dann viel besser, dann nicht so gut. Man muss auch erinnern, dass Christian das erste Jahr in Lugano hat auch sehr schwierige ersten 3 Monate gehabt. Und jetzt die Umstellung nach Bern, vielleicht wird es 1-2 Monate nehmen. Es hat schon, und die Situation wird sich verbessern. Ich glaube, er hat die Ressourcen, das zu tun. Die Fans des SC Bern interessiert natürlich, oder die Fans des SC Langnau. Sind Sie daran, einen Blockbuster-Transfer einzufädeln für Bern oder für Langnau? Ich meine, es kommt immer darauf an, ob es die Möglichkeit gibt, ob ein Spieler, ein sehr guter Spieler, auf den Markt kommt und sagt, okay, jemand ist zur Verfügung, der kann eine Saison vielleicht ändern für einen Club. Wobei es ist sehr selten, dass nur ein Spieler kann die Entscheidung so oder den Schicksal eines Mannschaft ganz ändern von Tag zu Tag. Trotzdem die Frage, ist etwas im,
ist etwas ja, im Busch bei SC Bern? Momentan würde ich sagen, nein. Nein? Nein. Langnau nicht von mir, vielleicht von jemand anderem, aber nein, ich glaube nicht, dass es wird große Kuh geben bis Weihnachten. Ich glaube, es wird sehr interessant. Ich glaube, die Saison wird sich in den nächsten 6 Wochen jetzt viel spielen. Das heißt, jetzt bis Weihnachten gibt es 3 Spiele pro Woche, ohne Unterbruch. Und jetzt die guten Mannschaften werden sich zeigen und die Mannschaften mit weniger Substanz werden Mühe haben. Und das jetzt mit 3 Spielen pro Woche, das wird sehr, sehr schwierig sein oder sehr interessant auch jetzt. Sie sind ja ständig in Kontakt mit Ihren Spielern. Sie wissen natürlich sehr gut, was in einer Mannschaft vorgeht. Wir haben schon 3 Trainerentlassungen gehabt. Gibt es noch mehr diese Saison? Sie kennen das Innenleben der Mannschaft ja sehr gut, oder? Trainer ist ein sehr hartes Leben hier in der Schweiz. Das ist ganz sicher. Und es tut mir leid manchmal zu sehen, dass die Kultur unseres Sports ist mehr zugunsten Spielerentlassungen. Und manchmal der Druck von Profisport, von einem Eishockeybetrieb mit alles, was wirtschaftlich, das heißt, wirtschaftlich, der Druck ist so groß, dass die Trainer sind die leichteste Lösung. Das heißt, es ist immer leichter, einen Trainer zu verhindern. Sie weichen mir aber aus. Denken Sie noch, es gibt eine Trainerentlassung? Eine weitere in dieser Saison? Eine sicher, ja. Eine sicher? Oh ja, eine oder zwei. Vielleicht in alle Nationalliga und B, weil die Erwartungen sind so auch vom Anfang. Jeden Sommer in die Prognosen. Alle Mannschaften sagen jetzt, haben wir sehr gute Transfer gemacht. Wir sind viel besser als letztes Jahr. Das ist klar. Und die Erwartungen sind so auch, dass jemand muss unter dem Strich sein. 4 Mannschaften müssen unter dem Strich. Aber am Anfang der Saison niemand denkt, er wird unter dem Strich und sein. Und wo gibt es diese Trainerentlassung? Das weiß ich nicht. Sie ahnen es. Nein, ich glaube nicht. Ich meine, manchmal ist man erstaunt, dass die Geduld zahlt sich am Ende so. Sie würden jetzt in Französisch sagen, on n'est pas encore au bout des surprises. Das heißt, es gibt immer Überraschungen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, on n'est pas encore au bout des surprises. Wir sind noch nicht am Ende von der Überraschung in dieser Saison. Ich glaube, das ist ein Versprechen für die weitere Eishockey-Saison. Merci vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.